Hey Leute, herzlich willkommen heute zu meinem, kleinen Haul-Video. Und zwar habe ich mir wieder ein paar Sachen gekauft. Und ich fange jetzt auch gleich an, sonst überträgt sich das Video wieder nicht. Also lädt nicht hoch. Und zwar war ich bei Kick. Ich fange jetzt an mit Kick. Oder nee, bei Kick ist das meiste. Dann fange ich mal kurz an mit Müller. Da habe ich das wenigste. Und zwar habe ich mir, also die Döschen muss ich jetzt kurz rausziehen. Die habe ich da bloß spontan mit dran. Also, das hier, das Glitzer, das sind 30 Döschen, also 30 solche Teile hier. Die haben 7,95 gekostet. Ich weiß jetzt nicht mehr bei jedem genau die Preise und wo ich sie gekauft habe. Aber ich fand diese Farben bei Müller richtig toll und ich musste mir die unbedingt kaufen. Und ja, aber ich finde es sehr billig. 30 solche Döschen für 7,95. 8 Euro, wow. Und ja, dann war ich auf der Konsumenta hier in Nürnberg und da habe ich mir, Perlen gekauft, wie man schon hören kann bestimmt. Und zwar solche Perlen und solchen Reagenzgläschen, einmal verschieden Türkisfarben halt, ein mattgrün, ein rot, ein glänzend blau und ein glänzend pink. Und ich fand die so toll. Damit mache ich auf jeden Fall meine Armbänder. Wie ich sehe, habe ich für manche benutzt, weil ich muss die hinstellen. Die können ja nicht sehen. Also wie ihr sehen könnt, habe ich die alle schon benutzt, bis auf das in der Mitte. Und ja, da war ich auch nicht mehr dabei. Dann, bei der Konsumente habe ich mir dann noch Perlen gekauft. Und zwar an der Küche. Die waren so gemischt in einer Packung. Da war ich auch nicht mehr dabei. Hier. Hier, die sind so dreieckig. Könnt ihr vielleicht erkennen, was das ist? Sind sie hier? Dreiecke. Mach mal kurz. Mehr Licht. So. Und dann noch diese hier. Die anderen Perlen hier nicht. Ich von Perspektive gekommen. Also, das sind so verschiedenfarbige. So blau, gold und so. Eigentlich sind es eine Farbe, aber die sind so gemischt. Ja, dann habe ich mir noch bei der Konsumenta Mikrowellen gekauft. Die gab es in solchen Fläschchen. Bei meinem anderen Fläschchen ist es aufgegangen und da habe ich sie schnell umgefüllt in so eine Box. Jetzt habe ich mir einmal, muss ich kurz den Deckel aufmachen. Ein Matsch, also so ein goldbraun Teil. Und ja. Muss nur jetzt so machen. Voll wieder. Nein. Nee, egal, ich mach. Da habe ich noch so ein Pink gekauft. Und noch so ein Rot. Das waren die einzigen Farben, die da übrigens waren. Ja, dann habe ich mir noch ein paar Charms gekauft. Charms, ja. Die habe ich schon einsortiert und zwar, ich hole die mal raus. Warte mal. Da, die da und die da. Ich muss kurz die weg tun, die ich nicht bekommen habe. Ja. Eins fehlt mir noch. Tja. Einmal habe ich mir so Besteck gekauft für mein Fimo Essen und so. Und zwar habe ich mehrere Löffel. Ich hole jetzt nicht alle raus, aber hier sind noch mehr halt solche Sachen. Löffel, Gabel und Messer habe ich mir gekauft. Da hat 1,25 Cent gekostet. So ein Löffel oder Gabel oder Messer. Keine Ahnung. Und dann habe ich mir mal einen Mame-Goma-Anhänger gekauft. Den fand ich nämlich so schnuckelig, also wollte ich den mal testen und den dann am Armband machen. Und der ist hinten halt so, Entschuldigung, das war das Licht, so Silber. Und davon ist er richtig süß. Ja. Ich glaube, der hat 50 Cent gekostet. Jo. Bei der Konsumenta habe ich mir dann noch Ringrohlinge gekauft. Und zwar in einer Packung waren immer zwei Stück. Mit einer Klebefläche, die so groß ist, ungefähr, ja, so groß wie ein Cane, also noch ein bisschen größer.
Da waren immer zwei innen, eine Packung mit zwei Stück, habe 1 € gekostet. Ich habe mir 6 Stück gekauft. Dort habe ich mir gleich noch Ohrhaken gekauft, einmal in Silber und in Gold, weil ich ja mal zum Beispiel das auf Ohrringe sind, also Ohrhaken, meistens habe ich so auf Ohrstecker gemacht oder Ketten. Und ja, das war's mit der Konsumenta, oder? Ja, das war's mit der Konsumenta. Gehen wir einmal noch mal kurz zum. Oh Gott, wie heißt das? Ich glaube, es war Lidl oder Aldi. Und zwar habe ich wieder noch was Einzelnes gekauft, und zwar solche Pailletten. Da steht so Merry Christmas drauf. Wartet, ich fummel mal eins hier raus. Da steht so Merry Christmas drauf und ich benutze die Zeit für meine Karten. Die sind halt hier in verschiedenen Farben. Da war da noch hier, da, das waren so selten Bastelsachen dabei, waren hier noch so aus, so, oh Quatsch, so aus Filz, das ist so ähnlich wie Filz, solche Herzen innen, Halbperlen und solche, ich sag jetzt mal, Knöpfe, so Knöpfe, aus Halbholz heißt die so, ja. Und dann waren hier noch so Glitzersteinchen innen. Verschiedene halt. Und noch halt dann. Habe ich vergessen. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu Kick. Da habe ich das meiste gekauft. Und zwar habe ich mir ebenfalls solche Perlen und solche Reagenzgläschen gekauft. Bloß diese Fläschchen sind etwas kleiner. Diese hier, einmal so eine grau-weiß, dunkelpink, türkis, also so, nein, nicht türkis, das laber ich. So goldbraun, gold-orange-braun. Hautfarbe, sage ich jetzt mal. Das ist gelb, das könnt ihr vielleicht schlechter erkennen, so könnt ihr es besser erkennen. Und hier nochmal so zum Goldbraun, sage ich jetzt mal, ja. Die zusammen waren in einem Set und haben 1 € gekostet. Dann bei Kick habe ich mir noch Wärmekissen gekauft, weil es jetzt zur Zeit zu kalt ist und es soll ja am Montag schneien und das ist sehr doof. Da habe ich mir nämlich einmal diesen Taschenwärmer hier gekauft. Der ist so viereckig, also so quadratisch und ist halt sehr klein, wie ihr sehen könnt. So. Ist sehr klein und hat so zwei so Bären drauf, die wir mit Lagerfeuer. Und ich fand das so richtig süß, denn ich fand auch den Look voll richtig süß, denn dann nämlich das weiß wird, das wird dann hart und warm und weiß. Und hat hier so einen Hintergrund wie Schnee und ich fand das so toll. Und das hat 1 € gekostet, da habe ich mir den gekauft und den hier mit den zwei Hunden drauf. Fand ich auch richtig süß und hat auch 1 € gekostet. Und da steht noch Drücklicht drauf, ich fand das so toll. Finde ich voll süß. Hier steht auch, wie viel der Taschenwärmer erwärmt sich auf 50 bis 55 Grad. Und ich finde es sehr warm. Also mir reicht es so in der Früh, wenn ich halt zur Schule laufen muss. Ja. Dann bei Kick habe ich mir noch Sticker gekauft. Und zwar, die habe ich schon länger her. Ich glaube, das war vor 4 Wochen. Also, nein, das war nicht vor 4 Wochen da, wo halt Halloween war. Und da habe ich mir die hier gekauft. Das sind hier so Fluffy-Sticker mit so Luft innen. Das sind so Teufel. Warte. So, also so Teufel. Vampire. Fledermaus. Ein Halloween-Cupcake mit einem Kürbis und so. Und ja, hier ist noch so eine Spinne auf dem Cupcake. Und ich fand die richtig süß und ich musste die kaufen. Zwar jetzt hat schon Halloween vorbei, aber man kann die ja nicht nur für Halloween benutzen. Ich kann sie auch noch für Karten oder so gestalten. Und deswegen habe ich sie mir auch noch gekauft und habe jetzt alle benutzt. Das sind solche Plastiksticker, also die so mit Luft gefüllt sind. Und die haben 50 Cent gekostet. Dann hat mir meine Mutter heute was mitgebracht, weil die kurz bei Kick war. Und da habe ich gesagt, dass ich mir Sticker ausbringen kann. Da habe ich mir einmal diese hier, also hat sie mir diese hier mitgebracht, die finde ich auch richtig schön. Wie ihr sehen könnt, haben die, wenn man von der Seite guckt, mit Licht halt, haben die so Effekte innen, wenn man von oben guckt. Also ihr könnt das gar nicht in der Kamera erkennen, aber so könnt ihr es bisher erkennen, seht ihr, es ist nur grau. Der Stern hier ist nur grau. So hat es so richtig verschiedene Farben. Das sind einmal Sterne,
Mond und eine Sternschnuppe und so dabei. Und die haben gekostet 1 Euro. Finde ich aber richtig toll. Es sind auch solche Fluffy-Sticker, also sowas Moosgummis. Und jetzt ein bisschen erkennen. Und ja. Die hat meine Mutter nochmal in Ballons gekauft. Ja, in so normalen Ballons. So gerade Teilen. Hast du auch für 1 Euro und dann nochmal so Ballons. Das sind halt jetzt andere, vielleicht ihr erkennen könnt. Ne, das sind doch keine anderen. Ne, das sind die gleichen. Naja, egal. Halt geht, wenn die unterschiedlich, aber egal. So normale Ballons und dann noch so Herzballons. Mir gefallen die Herzballons voll richtig schön. Dann habe ich mir, also vor einer Woche habe ich mir noch solche Sticker gekauft, die gibt es zurzeit im Angebot. Das sind so Süßigkeiten. Einmal mit so Bonbons, Eis, Erdbeeren, Törtchen, Donuts, Lollis, Kuchen, Kirschen. Das sind auch so die Plastiksticker. Die Plastiksticker. Und die haben aktuell nur 59 Cent gekostet. Da habe ich mir gleich 4 Packungen gekauft. Ich habe jetzt 4 plus 2. Weil die andere habe ich schon die Hälfte benutzt bei einem. Und die andere sind unten in meinem anderen Bastelzimmer. Aber ich fand die richtig toll. Ich mag das immer, wenn man die so drückt und dann kommt immer diese Luft da. Ich mag das. Und ja, das war das Haul-Video. Und war sehr begeistert, nachdem ich endlich mal meine Sachen euch filmen konnte. Denn es hat ein bisschen gedauert, halt, bis ich euch filmen konnte. Denn ich musste ja auch sammeln. Und es war ja doof, wenn ich jetzt ein Video machen würde. Und ja, die sind hier hinten halt, was ich noch vergessen habe zu sagen, sind die so weiß. Ganz normal weiß. Und so, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Tschüss!